Wo ist Anselm wohl hingegangen? Ich wette, wir finden ihn da, wo es am gefährlichsten aussieht. Gute Idee, Donald. Das ist nämlich da unten, wo ihr gerade schon diesen Strudel seht. Da fliegen wir auch mal gleich hin. So, was erwartet uns jetzt? So, erste Frage, was haben diese Felder zu bedeuten? Ihr werdet es gleich sehen. Das ist nämlich eine sehr interessante Stelle hier. Und zwar sind diese Felder Portale. Portale, mit denen die Herzlosen in diese Welt gelangt sind. Das zum Beispiel ist das Portal nach Traverse Town. Und das gleiche wird jetzt mit allen Welten passieren, die wir passiert haben. Wir werden jetzt durch jedes dieser Portale gehen. Müssen wir, glaube ich, sogar. Um weiterzukommen. Beziehungsweise, ob man es muss oder nicht, ich weiß nicht genau. Ich vermute mal, es müssen allen Portalen alle Gegner besiegen müssen. Es kann aber auch sein, dass diese kleinen Dinger hier einfach nur dafür gedacht sind, dass man sagt, gut, man will nochmal leveln, dass man hier die Chance nochmal zubekommt. Herzlosen besiegt und ja, dann Level aufsteigt, wie ich vielleicht. Auch wenn mein Level eigentlich genug ist. Ich glaube, Anselm macht da keinen sehr großen Unterschied, weil selbst wenn du das höchste Level hast, der ist immer noch stark. Könnt ihr euch so merken, Anselm ist definitiv immer stark. So, gehen wir mal zum nächsten Portal. Wo kommen wir da raus? Im Wunderland. Doch hier müssen wir Herzlose zu besiegen. Gleiches Schema wie vorhin. Hier sind immer diese komischen Zips. Keine große Bedrohung. Ich werde euch einfach mal jetzt alle diese Portale vorführen, bevor ich weitergehe. Ich muss doch gerade sagen, hier für eine finale Welt ist diese Welt extrem genial. Also die Kingdom Hearts Finalwelten sind immer wieder ein Genuss. Für jeden Gamer. Was haben wir hier Schönes drin? Flammenwalle halten. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Gehen mal zum nächsten Feld. Jetzt sind wir hier schon in der Arena Solyps. Das ist alles noch ein Teil der ersten Weltenrunde. Da kommen noch die anderen noch später. Gut, wie Hades herkommt, ist klar. Der kam aus der Unterwelt, der ist auch ein Teil des Films Herkules. Deswegen ist das ja gerade seine Welt. Wir werden die Welt von Herkules im zweiten Kingdom Hearts Teil. So, irgendwann 2015 wird es sein. Nochmal näher kennenlernen. Da wird ein bisschen mehr kommen als nur hier die Arena. Da haben sie im zweiten Teil auch was dran gearbeitet. Und später in Burst by Sleep sind sie sogar noch ein Stück weiter gegangen. Aber gut. Es
zu seiner Zeit. Es wird dazwischen noch ein anderes Kingdom Hearts kommen. Praktisch ist er für mich noch. Mache ich Recoded und 386 Dingen-States. Ich kann den Namen noch nicht ausbrechen. Das ist noch offen. Die anderen Kingdom Hearts allerdings, ja, außer Dream Drop Distance, was der 3DS ist, ist klar, mache ich. Chain of Memories sowieso und Best by Sleep und den zweiten. Dass er mal so eine kleine Vorschau bekommt, was euch denn noch erwarten wird. Ich glaube, das Schwierigste wird Dream Drop Distance werden, weil, ja, da geht's los mit das 3D-Spiel, das 3DS und, ja, dann ist wieder Technikfrage. Ich kann manche DS-Spiele aufnehmen, aber auch nicht alle. Deswegen muss ich da gucken. Vielleicht gibt's ja auch bis dahin einen 3DS-Emulator, auch wenn ich da am Zweifeln bin. Die meisten Leute sprechen halt von Capture Card und so. Die DS-Games, die ich aufgenommen habe, sind ja jetzt nicht so 3D-anspruchsvoll und ja, das sind einfach Spiele, die ich mit Disroom aufgenommen habe. Jetzt kommen diese hässlichen Affen. Die sind ziemlich bescheuert, weil die schmeißen Bananen, rutschen ja aus und verlieren die Münzen und ja, sind da noch kurz benommen. Deswegen mag ich diese roten Affenviecher nicht. Und ja, es sind schon wieder Affen natürlich. Affen. Und ich mag generell außer Donkey Kong Affen eher weniger. Ist da so eine Ausnahme. Weil ich habe in Games außer in Donkey Kong relativ ungute Erfahrungen gemacht mit Affen. Und deswegen, ja, zählen sie auch nicht gerade auch persönlich zu meinen Lieblingstieren. Da ist ja Löwe, Hund und so weiter. Katze. Aber Affen, ne. Nicht bei mir. Also, sorry für die Affenfreunde, aber mein Ding ist es nicht. Ich habe nichts gegen sie, ich schätze ihre Intelligenz und so, aber es sind einfach nicht meine Tiere. So. Aber genug davon, dem Tierfreund-Gelaber. Wir müssen jetzt erstmal uns weiter um die Welten kümmern. Jetzt sind wir in Agrabah, das ist schon die zweite Hälfte der gesamten Map. Das heißt, jetzt kommt noch Halloween Town und so weiter. Ariels Wunderland. Ariels Wunderland, sag ich schon. Ariels Tiefe, ihr wisst schon, was ich meine. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, Monstro war auch dabei, ja. Wie gesagt, überall da, wo die Herzlosen in die Welt geströmt sind. Hollow Bastion, glaube ich, hat ja, glaube ich, so ein eigenes Portal gehabt. Das haben wir ja verschlossen. Das kam aber trotzdem dann wieder. Und wie gesagt, die einzige Möglichkeit, dass die Herzlosen verschwinden, ist, dass wir Anzim besiegen. Nur so kann, wie gesagt, alles wieder normal werden. Und dafür müssen wir kämpfen. Räumen wir uns ein bisschen raus. Und gehen zum nächsten Portal. Wo kommen wir jetzt raus?
Ja, in der Ariel-Welt. Das Monster ist schon übersprungen worden. Oder kommt gleich noch. Werden wir sehen. Das sind die witzigen, ich teile mich Viecher. Auch relativ schnell K.O. Fischi. Zwei Fischis. Ja, in diesem Strudel kann man schlecht kämpfen. Oder so, oder was auch immer. Jetzt will ich noch nicht. Ich will erstmal hier die ganzen Gegner noch besiegen. Die Fische, muss ich sagen, können auch ziemlichen Schaden machen. Diese großen Fische. So, damit hätten wir das jedenfalls besucht. Jetzt gehen wir hier rein. Kommen wir jetzt raus. Ach, jetzt sind wir in Halloween Town. Also haben sie Monstro doch übersprungen, warum auch immer. Vielleicht weil Monstro so eine Welt, die sich halt, ja, bewegt. Also sie steht nicht still wie die anderen, sie ist immer wieder woanders. Und kann es denn, dass Monstro die ganzen Herzlosen einfach verschluckt hat? Dass sie so da reingekommen sind? Ich weiß es nicht. Dass sich Herzlose vermehren können, das wage ich zu bezweifeln. Sie entstehen einfach bei Dunkelheit im Herzen. Ob sich vermehren können, männlich, weiblich, das wage ich zu bezweifeln, weil es sind ja... Ja, sie haben nichts Menschliches oder Tierisches an sich. Es sind einfach nur Herzlose, ja. Übrigens, was mit den Hüllen von den Herzen, von denen passiert, die zu Herzlosen werden? Das erfahrt ihr auch in Kingdom Hearts 2. Finde ich auch sehr interessant zu wissen. Fand ich damals auch sehr interessant. Auf den zweiten freue ich mich auch schon besonders. Heiligenring halten. Gucken wir doch mal, was dieser Heiligenring eigentlich kann. Na. Naja, das ist nur AP und so ein Kram. Das brauche ich nicht unbedingt. Gehen wir mal raus, weil sind wir auch fertig. Gehen wir mal weiter zur nächsten Welt. Und da hinten wird schon grün, das heißt, da ist die nächste Ebene. Na, wir sind in Peter Pans Schiff. Das heißt, da drüben müssten gleich Gegner kommen. Warum nicht? Okay. Was war das gerade für eine Tür? Ach, hab ich euch gar nicht erzählt. Es gibt hier, glaube ich, so einen Bug oder so. Und zwar, ihr habt doch gerade noch die Tür gesehen, nicht wahr? Und zack, war sie verschwunden. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt vom Spiel ist, aber ich glaube nicht, dass es vom Spiel so gewollt wurde. Das, ja, jetzt hat sie es kurz aufgehangen. Dass diese Tür einfach mal verschwindet. Und man durchgehen konnte. Ich glaube, das war so nicht vom Spiel gewollt. Das ist, glaube ich, ein Bug, der einfach nur da ist. Ja, und hier kommen wir wieder raus. Das war es im Prinzip schon. Okay, hier. Ach,
da hinten ging es auch noch weiter. Ach, guck an. Wisst ihr, was das war? Ich gehe nochmal zurück. Sie waren selbst hier. Das ist nämlich der 100-Morgen-Wald, in dem wir uns hier gerade befinden. Seht ihr? Das ist der Baumstamm, den Winnie Pooh gesessen hat. Und hier kann man speichern. Wie bitte? Ich würde schon sagen, willst du mich gerade verarschen oder wie? Ja, das ist auch ein Grund, warum ich bald auf PS3 wechseln werde. Ich hasse diese Spielerei mit den Memory Cards einfach nur. Und die Grafik ist ein bisschen besser. Das war gerade wieder so ein Problem. Von der alten PS3. Von der alten PS2. Ist die Memory Card voll, musste neue kaufen. Und PS3 hat einfach noch mehr Platz als die PS3. So, gut. Gehen wir weiter. Ein Flur und Herzlose. Ich habe so eine leise Vermutung, was das für ein Ort gerade hier sein könnte. Ich habe nämlich die leise Vermutung, dass dieser Ort hier, also dieser Flurteil, ein Teil von Rutschen ist. Das ist wie gesagt nur so eine Vermutung. Und guckt euch diese Maschine an. Also wenn das nicht Ansems Werk ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit. Die euch gebbar. Die Welten sollt ihr mit eurer tiefen Schwärze überziehen. Erscheinen soll es. Das Herz in der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz. Alle Herzen. Alle Herzen. Ein Herz. Kingdom Hearts. Das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen. Die Geburtsstätte des Dunklen. Die Dunkelheit ruft euch. Ihr Kinder der Schatten. Ersticken sollt das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen öffnen sich die Pforten des Königreichs. 7 solcher von dunkel unberührter Herzen, 7 Schlüssellöcher und 2 Schlüssel öffnen die Pforten in die Dunkelheit. Das wird auch noch. Das ist auch noch eine sehr wichtige Information. Die Pforten, in dem Licht Einheit gebieten, dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen, dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. O ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Ja, und damit spawnen nochmal wieder neue Herzlose. Die Tür ist zu. Und ihr seht gerade schon, wo wir herkommen, nämlich aus einem schwarzen Ding, das können wir nicht kaputt machen. Aus diesen schwarzen Dingern. Die müssen wir zerstören, weil die jetzt kommen. Was haben wir hier nochmal drin? Final Exier. Und habe ich noch gar nicht gesagt, der Soundtrack dieser Welt ist verdammt genial. Wirklich verdammt genialer Soundtrack. Für diese Welt. Ein bisschen anders hinsetzen. Sorry, jetzt komisch klingt, aber ich muss gerade ein bisschen anders hinsetzen. Ah, schon viel bequemer. Okay, weiter geht's. Okay, ist immer noch verschlossen. Anscheinend müssen wir irgendwas machen hier. Muss man untersuchen.
Nee. Oder muss man umkehren? Ich glaube, man muss umkehren, oder? Ja, da muss man. Okay, ich glaube, ich ahne, was da unten kommt.